Motoren gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Es gibt Reihenmotoren, es gibt V-Motoren, VR-Motoren, Boxer-Motoren. Und wenn man das Ganze auf die Spitze treiben will, gibt es auch noch W-Motoren. Aber was haben diese Buchstaben überhaupt zu bedeuten? Das gucken wir uns jetzt mal an. Beim Reihenmotor, wie man sich schon denken kann, sind alle Zylinder in einer Reihe hintereinander angeordnet. Der Hauptvertreter von den Reihenmotoren ist der Vierzylindermotor, die gibt es aber auch noch als Fünfzylinderreihen, wie der berühmte Audi Fünfzylindermotor, oder auch als Sechszylinderreihenmotoren bei vielen BMW-Modellen. Häufigster Vertreter vom Reihenmotor ist der Vierzylinderreihenmotor, wie man sie in Golf, Polo und Co. antrifft. Da sind sie quer eingebaut. Es gibt aber auch Reihenmotoren mit mehr Zylindern, wie zum Beispiel 5 oder 6 Zylindern. 6 Zylinder natürlich Hauptvertreter BMW, dort längst eingebaut. Und ich meine, Opel hat auch mal einen Reihenmotor quer sogar eingebaut. Oder es war ein V6, weiß ich jetzt gerade nicht. Kommen wir zur nächsten Bauart, das wäre der VR-Motor. Ein VR-Motor, das sind schon mal zwei Sachen kombiniert, einmal V und Reihe. Und beim VR-Motor haben wir eigentlich nichts anderes als nur einen Motorblock und trotzdem eine Zylinderschränkung, um hier mehr Zylinder auf einem kleineren Bauraum unterzukriegen. VR-Motoren haben meistens eine Schränkung so von 15 bis 20 Grad und sind vom Bauraum auch noch sehr kompakt. Das heißt, man kann sie quer einbauen. Zum Beispiel in einem Golf 3 VR6, R32 ist auch ein quer eingebauter VR6 Motor. Oder Lancia, die haben auch mal VR6 Motoren verbaut. Nehmen wir das R jetzt weg, kommen wir zum V-Motor. Hier haben wir auch die für die Hälfte der Zylinder jeweils eine eigene Zylinderbank. Die Zylinder sind nicht mehr in einem Gehäuse wie beim VR-Motor eingeordnet, sondern haben jeweils eine Zylinderbank. Klappt man jetzt dieses V? V-Motor steht so, klappen wir das noch weiter herunter, dass die sich genau gegenüber liegen, die Zylinder, erhalten wir einen Boxermotor. Gut bekannt aus Porsche etc. oder Subaru. So, jetzt haben wir jeweils 4 bis 6 Zylinder. Aber was machen wir, wenn wir einen Kunden haben in der Werkstatt, lesen den Fehlerspeicher aus und er sagt uns Zündspule Zylinder 3 defekt. Woher wissen wir, wo der dritte Zylinder sitzt? Nun, man könnte entweder hier anfangen zu zählen, 1, 2, 3, dann wäre das der dritte Zylinder. Oder auf der anderen Seite und dann wäre das der dritte Zylinder. Da muss es also eine Norm geben, wie wir Zylinder normgerecht durchnummerieren. Und die gibt es und die ist auch relativ einfach zu merken. Man orientiert sich dabei immer an der kraftabgebenden Seite des Motors. Das heißt die Seite, wo entweder Kupplung oder Drehmomentwandler oder halt einfach das Getriebe sitzt. Nun geht man gegenüber von der kraftabgebenden Seite und fängt an zu zählen. Beim Reihenmotor ist das noch ziemlich einfach. Wenn hier das Getriebe sitzen würde, fängt man auf der gegenüberliegenden Seite an zu zählen und hat Zylinder 1 bis 4. Aber wie machen wir das jetzt beim V, VR oder Boxermotor? Da haben wir ja zwei verschiedene Zylinderbänke. Da muss es also auch irgendeine Regel für geben. Und die gibt es. Wie beim Reihenmotor gehen wir gegenüber der kraftabgebenden Seite. Da fangen wir an. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden vor diesem Motor stehen, genau gegenüber vom Getriebe, dann fangen wir auf der linken Bank an zu zählen. Das wäre jetzt hier gegenüber der kraftabgebenden Seite. Linke Bank zuerst, also 1, 2 und Zylinder 3. Aber bei der anderen Zylinderbank fangen wir jetzt auch wieder vorne an zu zählen. Dann hätten wir Zylinder 4, 5 und 6. Und genauso zieht sich das auch beim V-Motor durch. Gegenüber der kraftabgebenden Seite. Linke Zylinderbank zuerst. 1, 2, 3. Wieder vorne anfangen. Zylinder 4, 5 und 6. Und wer es vielleicht erraten hat, beim Boxermotor ist das Ganze auch nicht anders. Wieder gegenüber der kraftabgebenden Seite. Linke Zylinderbank zuerst. Zylinder 1, Zylinder 2, 3, 4, 5. Und 6. Manche werden sich jetzt fragen, wie hilft mir das im Werkstattalltag weiter, wenn ich genau weiß, wo die linke oder die rechte bzw. die erste oder die zweite Zylinderbank ist bei einem V-Motor. Naja, wie der Zufall es so will, sagt die Lambda-Sonde auf Bank 1 bei meinem Fahrzeug gerade gar nichts mehr.
Die von Bank 2 ist noch am Pendeln. Die erste macht überhaupt gar nichts mehr. Ich kann auch noch Gas geben, aber da passiert nichts. Aber welche Sonde ist jetzt Bank 1 und welche ist Bank 2? Machen wir das Ding mal auf. Wir erinnern uns an das eben Gesagte. Gegenüber der kraftabgebenden Seite links ist der erste Zylinder. Kraftabgebende Seite. Bei meinem PKW sitzt das Getriebe hier hinten. Das ist ein längst eingebauter V6 Motor. Hier vorne haben wir noch den Riementrieb. Das heißt, kraftabgebende Seite ist da hinten. Wenn wir nun davor stehen, ist natürlich links die erste Bank und rechts die zweite Bank. Links mit den Zylindern 1, 2, 3 und die rechte Bank mit den Zylindern 4, 5 und da hinten ist auch noch der sechste. Das heißt für uns jetzt konkret, Lambda-Sonde Bank 1 wäre die auf der linken Bank, wenn wir davor stehen. Das gleiche gibt es auch noch mit Zündspulen, Zündmodul Bank 1, Zylinder 1 bis 3, wie auch immer, oder eben auf Bank 2. Und gerade für solche Fehler mit Zündspulen, gerade bei Einzelfunken Zündspulen, da sollte man dann schon wissen, welcher Zylinder gemeint ist. Toyota macht es sogar so, ich weiß nicht, ob das andere Hersteller auch machen, die haben selbst bei Vierzylinder-Reihenmotoren eine Bank 1 und Bank 2. Wobei Bank 1 dann Zylinder 1 und 3 und Bank 2 Zylinder 2 und 4 ist. Weil die so einen geteilten Krümmer haben, dass jeweils aus 1 und 3 bzw. 2 und 4 die Abgase dann auf einen extra Cut treffen und die dann auch dementsprechend 4 Lambda-Sonden haben für einen Vierzylinder. So, das wäre es für heute auch mal wieder gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, freue mich über jedes Abonnement, das ihr da lasst, gerne auch bewerten. Und wer Lust hat, kann mir auch auf Instagram unter Kfz-Technik mit Lindenberg folgen. Bis dahin, tschö.